So. Genau. Und ich hätte gerne hier auch noch eine Tür. Entferne. Oh, Brutzel, Brutzel. Ich hätte gerne hier auch noch eine Tür. Dann sollte der Sessel da eventuell weg. Entferne dieser Sessel. Ah, haben wir schon eine Tür auf Vorrat? Wo ist Tür? Hier ist Tür. Holztür. Ja, haben wir sogar. Sehr schön. Dahin. Tür. Da. Wie konnte man die drehen? Ja, du bist grumpig, ich weiß. Und ihr lauft jetzt wohin genau? Irgendwo wieder was abbauen? Könnt ihr ein bisschen Holz hauen und hier ein bisschen Wasser abbauen und so, aber so wirklich toll, was anderes. Du, Wedelzwerg. Du willst da runter. Och, Jungs. Ihr kommt da aber nicht runter, wenn ihr hier rumgeht. Das geht so einfach nicht. Ich glaube, das Programm versucht einfach den nächsten Weg zu finden. Der nächste Weg wäre halt durch das Wasser hier. Und dann unten irgendeine Untergrundhöhle und dann hier durch. Aber das können unsere Zwerge nicht. Und das wollen unsere Zwerge nicht. Die wollen nicht ins Wasser springen und in ein Höhlensystem rein. So, weg mit dir. Jetzt müsste ich eigentlich wieder ein Portal machen. Das ist nicht gut. Apropos Tränke, warte mal. Wir hatten doch ein Hexenkessel. Dafür brauchen wir einen Kessel. Dafür brauchen wir das da. Ich will jetzt Mana-Tränke herstellen. Dass, wenn es irgendwie eng wird, wir ganz schnell Mana bekommen können. So, also Kessel. Kohle. Wasser, Knochen, Schleim, Zombie-Gehirn, komische Stacheln, und Beeren. So, muss hergestellt werden. Und kommt dann auch hier unten irgendwo hin. Ich glaube, ich mache das hier weg, baue es hier hinten hin, baue hier noch eine dritte Schmiede hin. Dann sind hier die Schmieden und hier die anderen Sachen. Auch wenn das hier nicht so wirklich gut aufgeht. Ich glaube, wir brauchen noch eine Etage. Und ich hätte echt gerne, dass irgendjemand das Ding da einsammelt. Das passt nicht so ganz. Aber gut, was machen unsere Zwerge? Haben sie schon einen Unterwasserweg gefunden? Nö, wir gehen zurück. Und sie gleiten über den Boden, wenn man so weit rausgescrollt ist. Okay. Ja, hier unten ganz viele Aufträge. So, zwei Mana. Mach das Beste draus. Wir sind wahrscheinlich alle noch zu weit weg, oder? Nee, doch, es geht. Okay. So, er ist wieder glücklich. Das ist schön. Der Hexenkessel muss gebaut werden. Doppelte Geschwindigkeit. Wird er auch geschmiedet? Jo, wird er. Du jetzt hin? Gehst in irgendeinen Gang und wunderst dich dann, dass du den Weg nicht findest. Also das Leben ohne Mana ist nicht schön. Wir müssen unbedingt den Hexenkessel aufstellen. Und dann diese Mana-Tränke herstellen. Wo sind die Mana-Tränke? Da. Wurzeln, Zombie-Gehirn, Schleim, Knochen, grauer Pilz, Nadeln. Wurzeln haben wir 30, Zombie-Gehirn haben wir 17, Schleim haben wir sehr viel, Knochen haben wir 30, grauer Pilz 12. An den Pilzen wird's hapern. Und wenn wir irgendwo diese Pilze sehen, die wir gerade nicht sehen, sind alles die falschen. Der da? Ne, ich glaube, sieht anders aus. Ne, nicht der. Der hat so ein spitzeres Dach. Sammelhorn. Das da. Der Pilz. Das ist ein Mana-Trank. Ihr sollt euch irgendwann töten.
Ah ja, spitze Pilze sollten wir abbauen. Wir sollten allgemein alle Pilze abbauen, denn ich habe den Verdacht, dass irgendwann keine neuen Sachen mehr kommen, wenn schon recht viel auf der Karte verteilt sind. Das weiß ich nicht, aber es wird irgendwie Sinn machen. Oh, wir brauchen Essen. Achso, du hast schon da Essen. Eintopf. Gebratener Fisch. Wir haben Fisch. Drei Stück. Öl. Kohle. 15 Stück. So. Hexenkessel. Flop. Das ist ja süß. Ich habe mir irgendwie größer vorgestellt, dass da so ein ganzer Zwerg reinpassen würde. Dann hätten wir einen Obelix-Zwerg. So, Mana-Trank. So. Zombie-Gehirn, Wurzeln, Knochen, Schleim, Pilz, Nadeln. Oh, da kommen jetzt mal drei Stück raus. Frage ist halt nur, wie viel bringt der Mana-Trank? Drei Mana. Ja, kein Wunder, dass da jetzt mal drei Stück rauskommt. Das ist echt lächerlich. Das können wir im Notfall echt mal benutzen, um ein, zwei Portale aufzumachen. Aber das war es dann auch. Schade. Aber na gut. Sammel ein, mach tot, sammel ein. Das Portal hier unten ist schon wieder zu. Jo. Du. Nein, nicht abbauen. Du, wilde Zwerg. Kontrolle übernehmen. Genau. Wenn die anderen nicht arbeiten wollen, weil sie den Weg nicht finden, dann arbeiten wir halt. Genau. Oh, da ist Stein. Der könnte ein Raum sein. Goldener Helm. Zing, zing, zing. Schmiedelehrbuch. Die, wie gesagt, noch nicht so wirklich viel bringen, weil. Nicht immer die Zwerge mit dem höchsten Skill, den Beruf gerade nachgehen. Sondern einfach der, der gerade am nächsten dran ist oder der gerade Lust drauf hat oder wie auch immer die das Ganze organisieren. Das Scaffolding, so, das da weg. Warum ist hier plötzlich so dunkel? Weil es Nacht geworden ist in der Mine. Ist klar. Das ist ein sehr komisches Konzept. Müsste eigentlich mal gleich dunkel hier unten sein. So, das da weg. Komm, mach das da. Macht, genau. Jetzt können die ganzen Scaffoldings nämlich weg. Das da noch weg. Bau das da ab. Du wirst angegriffen von irgendeinem ganz billigen Zombie, das ist egal. Lauf. Lauf mit den Steinen auf deinem Rücken. Will nicht mehr. Ich kann nicht mehr steuern, okay. Befreien, geh halt weg. Geh zum Lager. Oh, warte mal. Hier, geh damit zum Lager. Viel bessere Idee. Zu leider kommt ihr wieder her. Habe ich hier hinten irgendwann mal ein Holzfell verteilt? Nee, aber da ist noch so ein Steinding. Oh, weia. Also, zwischen dieser und nächster Folge wird hier wieder eine kleine Real-Life-Pause sein. Also nur wieder ein Tag, keine Sorge. Aber dann ist das Mana wieder voll, weil das Mana regeneriert sich auch, wenn ich nicht spiele. Und dann, wenn wir ganz viel Mana zu verballern haben, sollte ich mich wirklich darum kümmern, solche logischen Lücken zu schließen. Also für das Pathfinding der Zwerge. Wie also zum Beispiel. Wo war das Ding? Meh. Das da. Das da muss weg. Rechts waren sehr viele davon. Du, was machst du da? Geh einfach nach Hause. Genau, spring wie ein Pinguin aus dem Wasser raus. Also ja, nächste Folge diese logischen Lücken füllen. Da ist auch schon wieder eine. Und ich kann ja wieder nicht steuern. Das ist komisch. Obwohl wir die auch jetzt schon ganz kurz füllen können, weil wir ein Zwerg hier haben. Also geh da hin, mach das weg. Können wir auch Wasser abschöpfen? Wir können Wasser abschöpfen, wenn wir Zwerge direkt kontrollieren. Das heißt, jeder Zwerg hat eigentlich indirekt ein.
Ups. Eimer dabei. Das ist interessant. Oh, weg. So. Damit sie nicht noch mehr Wasser sammelt. Du. Weg. Du. Nicht das Wasser. So. Zumachen. Meine Laterne. Ja, schön. Zumachen. Nimm, 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 nimm. Zombie-Lager ist egal. Und hier haben wir schon die Stadtgrenze. Das Wasser hätte ich gerne weg. Geh runter. Geh runter. Geh, geh. Geronimo. Also. Kannst du nicht mehr? Das ist nicht gut. Kannst du es? Nein. Okay, wir haben ein Problem. Das Wasser muss da weg. Du. Nein. Zwerg. Kontrolle. Wir brauchen eine Langzeitlösung. So ist das nicht wirklich toll. Oh, warte mal. Paket? Mütze. Was ich eigentlich sagen wollte. Befreien. Befreien. Essen auf den Tisch stellen. Sind schon am Meckern. Wir könnten bei der Mauer wirklich unten das einfach wegschlagen. Also das unterste Mauerstück. Das da. Dass man da durchgehen kann, so wie ein Tunnel oder eine Passage. Und oben drauf sind die Testertürme und die brutzeln die ganze Zeit. Und nur die letzte Mauer ist irgendwie fest. Warte mal, wo ist unser Stein-Hintergrund-Ding? Da. Da. So, hätten wir gerne hier noch einen Turm, da noch einen Turm, da noch einen Turm. Warum stehst du auf der Tesla-Spitze? Weil ich's kann. Oh, das ist ein Problem. Wir brauchen Fackeln. Fackeln. Fackel. Fackel. Also Plan ist, Tesla-Turm, Tesla-Turm. Gegner kommen an, laufen hier einfach durch, weil ihnen nichts im Weg steht. Werden die ganze Zeit von drei Tesla-Türmen gebrutzelt und versuchen dann hier die Mauer wegzuhauen. Du. Kontrollieren. Bau da das hin. Bau da das hin. Und dein Kollege macht den Rest. Okay. Raus. Raus. Stirb, doofes Hühnchen, stirb, Wildschwein. Jetzt brauchen wir noch die Testertürme. Was fehlt da? Testerturm. Stahl fehlt, okay. Eisen haben wir eine Menge. Kohle haben wir eine Menge. Also haben wir jetzt gleich eine Menge Stahl. Sobald die Schmieden soweit sind, bauen wir ganz kurz die Werkstatt ab. Die ferne Werkstatt. Fackel wird dann auch weg müssen und eine neue Fackel hier hin und da geht nicht. Genau, Wildschwein erledigt, sehr schön. Stahl wird hergestellt. Fackel wird umgesetzt, Essen ist da. 20 Minuten bis zur nächsten Welle. Ich... behalten das mal im Auge. Also die vorletzte Welle war okay. Da waren zwei Beholder dabei, da waren zwei Riesenskelette dabei, da waren viele Skelette dabei. Die letzte war einfach nur mau. Vielleicht gibt es aber irgendeine Art Zufallsfaktor damit drin. Oh, ich sehe noch einen Fehler. Hier ist zwischen den Mauern ein Feldplatz und hier zwischen den Mauern zwei Felder Platz. Das geht nicht. Du musst leider weg. Moment mal, du musst auch weg. Nein! Warum sagt mir das keiner? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist okay. Das hier sieht besser aus. Ich glaube, ich muss die alle nochmal abreißen. Hinten. Ferne Fackel, ferne Fackel. Ferne Steinwall. Alles weg. Alles weg.
hoffe, du bleibst ganz. Nein, bleibst du nicht. Hey, ja, auch zu einfach. Ja. Dafür sieht es wenigstens gut aus später. Also, wir brauchen eine neue Steinwand hier. Und da und da. Denn eins. Oh, warte. Dich können wir stehen lassen. Zwei frei, ein bauen, zwei frei, ein bauen. Zwei frei, bauen, zwei frei, bauen. Ja, es geht auf, okay. Au. Neuer Stein dahin. Nicht vergessen, seine Ding wieder aufzubauen. Das da. Und zwar hier. So. Aber jetzt erstmal eine kleine Pause, damit sich primär das Mana regenerieren kann. Nächste Folge bauen wir hier die Testertürme wieder auf. Zwei Stück erstmal. Das. Warte. Das da unten kann. Weg. Grabe. Grabe. Also, das da kommt weg. Dritte Schmiede kommt hin. Testertürme kommen hier wieder hin. Und dann unten die Schmiedearbeiten. Oh, ich habe das falsch weggemacht. So, aber jetzt Einfachgeschwindigkeit, kleine Pause und wir sehen uns gleich mit ganz viel Mana wieder.